Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 371 am 17. Juli 2024. Ich bin Philipp Klöckner und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Und zum Anfang eine kurze Frage. Was ist der Unterschied zwischen lateinischen Namen und griechischen Buchstaben? Ah, du kleiner Wichser. Weißt du, ich war so viel mit Absicht nur, vertikal und horizontal. Wir waren beide nicht auf unserer besten Performance in der letzten Folge. Ja, ich baue so kleine Fehler immer ein. A, damit die Community sich freuen kann und B, um sympathischer zu wirken. Wenn man immer alles perfekt weiß, macht das unsympathisch. Aber es bin ich so oder so. Also ja, ich habe bei den Namen der Dresdner Stiftung aus dem Schwarzuniversum, Jota, Gamma, Alpha, Beta und so weiter, aus Versehen von lateinischen Buchstaben geredet, was natürlich Unfug ist, weil das griechische Alphabet ist, also die Laute des griechischen Alphabets oder die Buchstaben des griechischen Alphabet natürlich sind. Ja, und wenn wir schon gleich bei unserer Community sind, die wirklich jeden Fehler finden, den wir so machen, vor allem, da habe ich noch eine andere Frage, auch aus der Discord-Community, wie in aller Welt hast du es geschafft, mit About You plus 8% zu haben? Ich muss mal gucken, ob ich das nachvollziehen kann, wann ich eingestiegen bin. Also es ist eine kurzfristige, das war ja aus dem, kriegt man das hier gut nachvollzogen? Inzwischen sind es nur noch 5, aber es waren 8. Sekunde, ich muss mal gucken, ob ich hier... Du musst ja eigentlich beim All-Time-Low gekauft haben. Also die eine Position ist am 5. Juli eröffnet worden, Sekunde. Eine am 8. Juli nachgekauft. Und die, also am 4., 5. und 8. Juli habe ich so nach und nach kleinere Positionen aufgebaut. Und die sind jetzt, Status heute, noch 5% im Plus. Ja, später sprechen wir noch ein bisschen, ob es... Kann sein, dass das relativ tief war. Das ist ja das große Geheimnis der Aktien, des Aktieninvestments. Buy low, sell high. Da habe ich jetzt was anderes gehört. Aber da kommen wir später nochmal zu. Wochenende, Attentat auf den ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Ich hab's erst am Sonntag mitbekommen. Hast du Samstag nachts auf allen Medien alles verfolgt und dir direkt überlegt, wie du jetzt dein Portfolio umstrukturieren musst, was politisch alles passieren wird? Ich glaube, mein Portfolio bewegt das gar nicht und im Zweifel positiv, würde ich fast vermuten. Ja, ich hab's noch nachgehört, aber ich war so ein bisschen selbst umnachtet. Und habe es dann tatsächlich wieder vergessen. Und morgens musste ich es neu lernen, dass hier jemand angeschossen wurde. Ja, mein erster Gedanke war einfach, weil dabei so gute Bilder entstanden sind, wir müssen das jetzt nicht verurteilen, ist vollkommen klar, dass es so in einem demokratischen Staat nichts zu suchen hat. Aber, beziehungsweise wir verurteilen das jetzt pro forma. Aber mein erster Gedanke war schon, dass das gestaged ist, einfach weil so gute Bilder entstanden sind. Das erste Mal habe ich zumindest vor den schauspielerischen Skills, oder wie man es nennen soll, oder ist ja vielleicht gar nicht schauspielerisch, sondern dieses Gefühl für die Masse, das Trump hat, da seine Faust reinzustrecken und sich das von der Bühne verschwinden noch zu verzögern für gute TV-Bilder, davor habe ich einen gewissen professionellen Respekt. So, das hat, glaube ich, zu den besten Bildern, die ihm den Wahlsieg einfach garantieren werden, geführt. So, dass jetzt auch, selbst wenn du eine Michelle Obama oder Kamala Harris aufstellen würdest, hätten die jetzt, glaube ich, keine Chance mehr. Ich glaube, vorher hätte eine andere demokratische Kandidatin eine Chance gehabt. Ich glaube, das ist damit jetzt leider auch gegessen. So eine Bilder sind einfach unbezahlbar. Also schlecht finde ich natürlich, dass er gleich wieder Fight, Fight, Fight ruft und dann so ungefähr den Leuten sagt, es wäre jetzt hier eine kriegerische Handlung und sie müssten kämpfen. Das ist ja auch, wenn einen irgendwas schockieren sollte oder davon abhalten sollte, den Menschen nochmal zu wählen, ist, dass er ja quasi einen Bürgerkrieg provozieren wollte, indem er die Wahl nicht anerkannt hat letztes Mal. So, und das wird niemals in meinen Kopf reingehen, wie du jemanden wählen kannst, der, als er die Wahl verloren hat, quasi oder abgewählt wurde, quasi einen Bürgerkrieg anzetteln wollte, um an der Macht zu bleiben. So, ich habe letztes Mal schon erklärt, dass die Wahl zwischen Greis und sagen nachweislichen Verbrecher nicht so einfach ist. Ich habe jetzt ein besseres Bild gefunden. Ich glaube, es ist so, stell mal vor, du hast kleine Kinder und deine Eltern werden so ein bisschen senil oder einfach nicht mehr so leistungsfähig. So. Und dann sagst du, ach, weißt du, Frau, ich glaube, wir können die Kinder nicht mehr zu den Eltern bringen. Im Haus wohnt doch ein Pädophiler, lass sie dahin bringen. So. Das ist, wenn du die Wahl zwischen deinen ein bisschen tatrigen Eltern und den Pädophilen hast, das ist, glaube ich, die Wahl, die du in den USA hast. Und die Leute bringen sie zu dem nachweislichen Verbrecher, der versucht hat, also einen Bürgerkrieg anzuzetteln, den Sturm auf das Kapitol
Und unter keinem ich würde immer lieber den Tatterkreis nehmen, als jemand, der nachweislich versucht hat, die Demokratie schon zu vergewaltigen. Ich werde niemals verstehen, wie man eine andere Wahl treffen kann, ehrlich gesagt. Auch nicht aus wirtschaftlichen Motiven oder was weiß ich. Ja, also. Aber auf der anderen Seite positioniert er sich halt als der starke Mann, der das Land retten kann. Und die Zeiten haben sich halt krass geändert mit Putin und so weiter. So, die Amerikaner wollen halt jemanden, der unkaputtbar ist. Und das hat jetzt das Wochenende wieder gezeigt, dass er einfach, egal was passiert, also wie du gesagt hast, die Bilder sind unfassbar. Und wie könnte er sich besser positionieren als einer der resilientesten Präsidenten überhaupt? Also angeschossen und ist trotzdem fitter als sein Gegner. Ja, einfach weil er im richtigen Moment mit dem Kopf gezuckt hat. Also ich wäre jetzt nicht glücklicher, hätte man ihn getroffen natürlich. Das wäre genauso schlimm. Oder das, wozu das geführt wär, hätte, würde ich mir auch gar nicht vorstellen. So. Das Positive aus der ganzen Geschichte ist halt, dass Amerika auf einmal wieder verbündet ist. Ist so ein bisschen wie 9-11. So hinter das, Trump. Ja, nicht nur hinter Trump, sondern generell so. Egal was passiert, wir wollen auf jeden Fall nicht, dass auf Präsidenten geschossen wird. Dafür machen sie das aber ganz schön oft. Irgendwie Abe Lincoln wurde doch schon erschossen. Also irgendwie vom ersten bis zum letzten. Irgendwo gab es einen guten Artikel, wie viele Präsidenten schon angeschossen wurden in den USA. Also es gibt kein Land außerhalb von Afrika, wo so oft auf Präsidenten geschossen wird. Cool, ich kenne auch kein Land, in dem ich irgendwo in einen Sportladen gehen kann und mir da einfach eine Knarre aussuchen kann. Ja, genau, und zwar wieder eine Assault Rifle, also die man eigentlich durch halbautomatische Sturmgewehre. Na gut, die Debatte noch öffnen. Genau, lass uns lieber darüber sprechen, warum wir diesen Podcast gestartet haben. Ich habe damals gedacht, du bist die Person, der ich vertraue, die Einzelaktien schön picken kann. Hab also den Podcast gestartet unter dem Vorwand, dass du mir einfach sagst, welche 3-4 Aktien ich kaufe und dann für immer in Frieden meine Rente genießen kann. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Ihr müsst selbst hinterfragen, ob wir Milliarden meinen, wenn wir Millionen sagen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io/disclaimer nachlesen. Ja, gelernt habe ich aus diesen 4 Jahren Podcast, dass es schlauer ist, einfach ETFs anzusparen. Aber 1-2 Positionen habe ich noch. Eine davon ist ZipRecruiter. Kannst du mir erklären, warum ich immer noch diesen Podcast aufnehme und nicht in Rente bin? Also, wieso läuft ZipRecruiter so schlecht? Weil du nicht von Anfang an all dein Geld einfach in den Nasdaq gesteckt hast oder in MSCI World, sondern mit irgendwelchen Einzelaktien, zum Beispiel Agora, jetzt schießt auf meinen einzigen Agora und Farfetch. Ja, genau. Ja. Also es gab eine Hörerfrage, der irgendwie ein Update zu ZipRecruiter wollte. Also so natürlich habe ich mich da nicht mit Ruhm bekleckert. So ZipRecruiter, ich gucke mal auf die Performance. Hast du das Ding denn noch? Oder bin ich der Einzige, der die Position noch hat? Ja, also dieses Jahr minus 37 auf ein Jahr ungefähr halbiert. Genau. Am Höhepunkt waren sie mal knapp über 30, jetzt sind sie bei 58. Wenn sie unter 5 sind, kriegst du von mir ein T-Shirt, da steht dann ZipRecruiter drauf. Also ein bisschen ist davon natürlich Markt. So viele Software-Stocks haben einfach krass, also einfach weil die Multiples runtergegangen sind, oder beziehungsweise ist ja keine Software, sondern eigentlich ein Marktplatz-Aktie. Ist war im Nachhinein wahrscheinlich nicht schlau, so am Höhepunkt der Jobkrise in den USA einzusteigen, wo einfach so eine starke Nachfrage durch das ganze Covid. Einerseits mussten viele Leute den Job wechseln, andererseits gab es eine hohe Nachfrage aus dem Tech-Sektor und so weiter. Das hat ZipRecruiter damals zu Rekordergebnissen getrieben. Und jetzt ist die Marktlage sozusagen für alle Player deutlich schwerer in dem Segment. Die Idee war ja sozusagen von der langfristigen Jobknappheit zu profitieren. Im Nachhinein würde ich sagen, wäre es besser gewesen, eine internationalere Firma. Also ZipRecruiter hat einen sehr starken US-Fokus. Und dadurch, dass die USA eigentlich immer frische Zuwanderer bekommen, ist, glaube ich, die Jobknappheit nicht ganz so groß bei denen, ehrlich gesagt. Weil es wäre im Nachhinein schlauer gewesen, eine internationale Firma zu nehmen. Davon ist eigentlich ja nur Recruit an der Börse, die interessanterweise, die habe ich nämlich auch da, wo ich About You habe, und mich gewundert, wie gut die performt haben. Sekunde, ich gucke nochmal schnell. Aber
Die haben Recruit Holdings, das ist die Mutter von Indeed und Glassdoor. Da sind noch ein paar andere Sachen drin, aber die haben 80% im letzten Jahr gemacht. Das heißt, und 43% dieses Jahr. Das heißt, eine internationale Wette wäre schlauer gewesen. Prinzipiell glaube ich an den langfristigen Trend, sozusagen Arbeiterlosigkeit, Knappheit. Das müsste, auch wenn sagen wenig Liquidität im Markt ist, also wenig Leute überhaupt zur Verfügung stehen, sollte das eigentlich so Jobplattformen helfen. Auch weil Glassdoor und sowas noch zusätzliches Employer Branding Revenue generieren kann und so weiter. Irgendwann wird ja vielleicht auch Stepstone mal publicly traded werden. Das könnte dann auch eine gute Wette sein. Prinzipiell kann man aber sagen, dass den meisten Companies so bei Umsatzwachstum, Sekunde, Recruit habe ich jetzt gerade nicht da, das Umsatzwachstum. Die Zahlen sind immer so kompliziert, deswegen, obwohl ich schaue jetzt einmal rein. Sekunde. Also, unterhalb der Recruit, es gibt so Zeitarbeit und ein bisschen andere Marktplätze, aber so das, wo Glassdoor und Indeed drin sind, heißt HR Technology, das Segment. Und dieses Segment verändert sich wie folgt. Also im letzten Jahr ist das 14% geschrumpft. In den USA, außerhalb der USA, wächst es schon wieder 3%. Und auf dem letzten Quartal, das was im März 2024 geendet hat, also was bei uns das Q1 wäre, ist US noch um 2,3% geschrumpft und international schon um 8,5% gewachsen. Beim Umsatz. Das EBITDA ist ungefähr, hat sich eher negativ bewegt, also mussten viel investieren. Also in Dollar sähe es sogar noch schlechter aus. In Dollar hättest du US minus 13% und international minus 3%. Das ist eigentlich nur, weil sie in Yen abrechnen, das ist den Währungsgewinn hätten. Fairerweise, ich würde es mal in Dollar machen, weil es ja ein internationales Produkt ist. Dann hast du einen stark rezessiven Markt, auf Gesamtjahressicht fast minus 20%. Auf letztes Quartal noch minus 13% in den USA, und das ist ja der ZipRecruiter-Markt, und international rund minus 3% über das ganze Jahr. Das heißt, ich würde davon ausgehen, dass, keine Ahnung, eher international oder Europa, Stepstone vielleicht auch irgendwie ähnliche Zahlen. ZipRecruiter ist stärker rückläufig. Sekunde, ich guck mal in Sheet rein. Die machen sogar minus 33% year on year, sagen weniger Umsatz. Also trifft das US-Geschäft nochmal härter. Sind jetzt auch das erste Mal nach Gap nicht mehr profitabel. Vorher waren sie immer noch sehr profitabel. Ich schaue gerade, woran es liegt. Marketing haben sie stark eingeschränkt. R&D investieren sie eigentlich noch ganz gut weiter. Ja, einfach an einem starken Umsatzrückgang. Die Rohmarge sieht erstaunlich gut aus noch. Gross Profit ist bei 89%, aber das ist bei Marktplätzen jetzt nicht ganz unüblich. Muss man mal schauen, wann so ein neuer konjunktureller Cycle in den USA anfängt, dass wieder geheiert wird. Wobei die Arbeitslosenzahlen ja gerade etwas hochgegangen sind, was wieder gut ist, weil dann die Zinsen senken könnten. Weil wenn die Arbeitslosenzahlen steigen, also mehr Leute arbeitslos sind, dann geht man davon aus, dass die Wirtschaft abkühlt, dass weniger Nachfrage aus dem, also Konsumnachfrage herrscht. Das heißt, die Preise sollten sinken, das heißt, die Inflation sinkt. Das heißt, man hätte die Erlaubnis, eventuell die Zinsen zu erhöhen. Das wäre dann gut für die Wirtschaft. Andersrum, wenn es immer weniger Arbeitslose gibt, spricht das für eine Überhitzung des Marktes, dann steigen oft die Preise und dann würde man Zinsen erhöhen. Ja. Genau, also langfristig glaube ich prinzipiell noch an den Jobmarkt. Ob ZipRecruiter jetzt die beste Wette war, das also kann man relativ klar sagen, dass das nicht war. Es wär schlau gewesen zu investieren, aber stattdessen in Recruit. Sozusagen Stepstone ist noch nicht an der Börse, kann man nicht. Aber Recruit wäre definitiv das beste Investment gewesen. Also ich habe meine Position jetzt weiter, weiß nicht, ob ich die irgendwann mal schließe oder die Aktien verkaufe. Ja, war jetzt nicht die beste Wette. Um dein Selbstbewusstsein wieder ein bisschen nach oben zu bringen, lass uns über Ionos sprechen. Ich bin mit meinem Selbstbewusstsein völlig okay. Weil man muss ja immer bedenken, dass Leute sich immer diese eine Aktie, also die ich zugegebenermaßen, von der ich sehr überzeugt war, aber ich glaube, würde man fairerweise irgendwie all die anderen Sachen, Cloudflare, CrowdStrike, Microsoft, über die wir geredet haben oder positiv geredet haben, dagegen rechnen, und vor allen Dingen hätte man jetzt gleichzeitig geschortet Aktien, von denen wir nicht überzeugt waren, zum Beispiel Farfetch oder die Social Chain und so weiter, dann hätte man den Markt sogar sehr gut outperformed. Von daher. Ja, man kann sich das immer schön sprechen. Aber bitte? Man kann sich das immer schön sprechen. Aber natürlich Einzelaktien. Nee, ich spreche das nicht schön. Jeder darf mich gern irgendwie, wie sagt man, accountable halten, zur Rechenschaft ziehen. Aber dann soll man wirklich alle Sachen, die besprochen wurden, einfach mal irgendwie in einen Sheet legen und sich anschauen.
und nicht irgendwie jedes Mal, wenn man was nicht trifft, genau die auf der Aktie rumhacken. Ja, deswegen lass uns. Kann man trotzdem, aber dann darf man nicht beanspruchen, dass das jetzt ein Grund wäre, irgendwie prinzipiell die Erfahrung oder Einschätzung von jemandem in Frage zu stellen. Also man sollte die in Frage stellen, aber nicht auf Basis so anekdotischer Evidenz von genau einer Aktie, die man sich aus 4 Jahren Podcast rausgesucht hat. Eine Aktie, die aktuell ganz gut läuft, die du dir auch rausgesucht hast, ist Ionos. Ja, da wurde auch gefragt. Ja, wer immer das war, vielen Dank dafür. Nein, Spaß. Ich muss auch jetzt gucken, wie die performt hat. Aber beim IPO habe ich gesagt, ich fand die eigentlich relativ fair bepreist. So, du hast Übernahmefantasie von GoDaddy Hosting, sehr berechenbarer Sektor, ist sagen nicht zur besten Zeit rausgekommen und war dadurch relativ fair gepreist. Ich glaube, kamen so um die 18 Euro an die Börse und sind zwischenzeitlich bis kurz unter 30 Euro hochgewandert. Da hat komischerweise niemand Liebesbriefe geschrieben. Also man hätte 50% gemacht seit IPO, in der Zeit, wo es gar nicht so einfach war. Und ich glaube, das hätte jetzt sogar den Nasdaq outperformed. Sekunde, Year-to-Date ist 56, QQQ, Year-to-Date 23. Also hätte es mehr als doppelt so viel als mit dem Nasdaq gemacht. Und Nasdaq ist ja schon sehr gut gelaufen. Da, fairerweise muss man sagen, es ging ja zwischenzeitlich, fairerweise, ist mir wieder aufgefallen beim letzten Podcast. Also das mit den griechischen Buchstaben ist mir natürlich selber aufgefallen. Und ihr könnt mir glauben, niemandem war das so peinlich wie mir. Aber mir ist auch aufgefallen, dass ich zu oft fairerweise sagt. Also IPO-Preis war um die 18, beziehungsweise erster Kurs war um die 18. IPO war ein bisschen höher, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Dann ging es bis auf 12 runter. Hätte man bei 12 gekauft, hätte man richtig viel Geld gemacht. Und dann ging es hoch bis knapp unter 30. Und du bist bei 12 raus, weil du irgendwie Liquidität gebraucht hast, oder? Nee, ich hatte es mit ein bisschen Verlust verkauft. Ich glaube relativ früh schon, weil ich musste leider. Aber wäre man drin geblieben, wäre es ein gutes Investment. Man sieht es aber auch in den Zahlen. Wir können mal in die Jonas-Zahlen reingehen. Hast du die im Sheet? Ja, sind auch im Sheet. Sekunde. Kann sein, dass es noch ein bisschen unaufgeräumt aussieht, weil das ist wieder so deutsche Rechnungslegung mit man muss nur halbjährlich und die Quartalsergebnisse sind nur so Trading-Updates. Das ist nicht Jonas Schuld. Aber obwohl, man kann das freiwillig, also ich würde Firmen immer aufrufen, das freiwillig besser zu machen und quartalsweise zu berichten, aber das muss Jonas nicht jucken, ob ich das gut finde oder nicht. Aber zum Beispiel bei Home2Go machen wir es ja, dass wir quartalsweise auch so gute Zwischenberichte machen eigentlich, die schon relativ aussagekräftig sind. Also die Zwischenberichte im Quartal macht Jonas auch, aber da wird nur ein sehr beschränktes Set an KPIs reported. Umsatz, also wir reden mal über das Fiskaljahr 23, das letzte Jahr, das entspricht auch dem Kalenderjahr. Da sind sie 10% gewachsen beim Umsatz. Ihre COGS sind nur um 5,7% gewachsen, woraus wir ablesen können, dass die Rohmarge sich verbessert haben müsste, nämlich um 15%. Die Rohmarge ist auf um 2,2% gestiegen. Der Gross Profit, der Rohertrag, ist aber um 15%, also überproportional gestiegen. Während man die OPEX nur um 8% gesteigert hat, das heißt auch das Ergebnis hat sich verbessert und zwar Operating Cashflow ist 15,5% höher, Free Cashflow sogar 30,7% höher, EBITDA 20% höher, also alles überproportional gesteigert. Die Arbeitskräfte hat man nur um 3% gesteigert bei 10% Umsatzwachstum. Und dann können wir jetzt nochmal ein bisschen aktueller in dieses Q1-Update reingehen. Das sieht nämlich ganz ähnlich aus. Also auf Basis des Märzquartals, also abgeschlossen im März, konnte man Umsatz um 5,4% steigern, EBITDA um 9,2% wieder überproportional, bereinigtes EBITDA um 22,7%, wir werden jetzt mal nicht über bereinigte Metriken sprechen, das EBIT um 12,6%, also auch überproportional zum 5% Umsatzsteigerung und Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit sogar 46,4% und Free Cashflow fast verdoppelt. Während man Cashflow aus dem Investitionsbereich ist stark negativ. Das heißt, ich gehe davon aus, dass man die also einen relativ hohen Schulden abzahlt, die man sagen, noch hatte in der Bilanz. Das war ja so eine Kritik, ne, dass sie hohe Schulden haben, wenn die irgendwann umgeschuldet werden könnte, dass das Ergebnis drücken. Aber sie arbeiten bereits daran, das abzubauen, wenn ich es richtig sehe. Sekunde, ich gucke jetzt mal sicherheitshalber an die Bilanz. Wenn ich das hier vermute, dann sollte man vielleicht lieber nachschauen. Sekunde. Ja, finanzielle Verbindlichkeiten sind gesunken, nicht ganz so stark, aber sie gehen auf jeden Fall runter. Von daher, wie gesagt, also die Erfolgsmetriken oder Ertragsmetriken steigen und Cashflow alle überproportional bei relativ kleinen Umsatz. Also das Hosting jetzt eine Branche ist, die nicht mehr wie deutlich zweistellig wächst, ist vielleicht nicht überraschend. Aber von daher kein Wunder, dass die Aktie sich erholt. Und wie gesagt, ich fand also bei 12 oder 14 waren die deutlich zu billig. Also das verstehe ich nicht so, wo der Vertrauensverlust daher kam. Also eigentlich einer der besten IPOs seit langem, aber es ist einer der besseren SEO der letzten Jahre in Deutschland, finde ich. Hast du gerade SEO gesagt?
Habe ich SEO, IPO, meinte ich natürlich. Gott, du Gott, du Gott. Aber ist eine gute Überleitung. Lass uns zu Google gehen. Vor ein paar Wochen haben wir kurz darüber gesprochen, dass sie vielleicht HubSpot kaufen würden. Da kam dann letzte Woche die News, dass es wohl überhaupt nicht eine DD gab oder Diskussion darüber und dass Google wohl doch kein Interesse hat. HubSpot ist daraufhin -12% gegangen. Aber es wurde damals auch gesagt, so das wäre eine der größten Akquisitionen von Google überhaupt. Im Vergleich, Motorola Mobility wurde irgendwie für 12,5 Milliarden 2011 gekauft und das wäre damals so ein 25 Milliarden Deal gewesen. Jetzt, diese Woche, ähnlich große Übernahme, auch noch mehr oder minder Gerücht, die Cybersicherheitsfirma Wiz. Kanntest du die? Weißt du überhaupt, was die machen? Wiz habe ich schon mal gesehen. Es gibt ja immer so Charts, wo die Unicorns weltweit und so gezeigt werden. Da ist mir der Name schon mal aufgefallen. Nicht zu verwechseln mit Wix. Wix baut Website-Bilder und Hosting-Angebote. Wiz ist ein Cybersecurity for the Cloud-Startup, könnte man sagen. Also ne, Startups sind sie eigentlich nicht mehr, ein Grown-Up. Machen, glaube ich, letztes Jahr 350 Millionen Umsatz. Sekunde, musst du mal gucken. Hab ich, Hast du richtig? Habe ich richtig in Erinnerung, gut. Und wenn jetzt von Google angeblich mit 23 Milliarden bewertet, größte Akquisition ever wäre das für Google. Und also sie sorgen dafür quasi, dass deine Operation und Apps in der Cloud sicher sind. Das ist also scheint bei Google so ein bisschen Strategie zu sein. Sie haben ja mal 2022 Simplify übernommen, ein Security-Startup. Und dann noch Mendiant, haben wir auch darüber berichtet im Podcast, für 5,4 Milliarden. Das ist dann beides. Das Mendiant ist die Firma, die den SolarWinds-Hack aufgeklärt hat. Microsoft hat ja immer so ein paar Probleme gehabt in der Cloud Security, also gab es immer mal Hacks und an Google versucht wahrscheinlich so die Brand aufzubauen, dass sie die sicherste Cloud sind. Und du musst ja irgendwie überlegen, wie differenzierst du dich. Du willst das nicht über den Preis machen, weil dann hast du niedrigere Margen. Du kannst es machen, wenn du bessere Modelle hast, aber das ist Google jetzt bisher auch noch nicht gelungen, dass du irgendwie die besseren AI-Modelle hast. Das heißt, wie willst du dich differenzieren und einfach zu sagen, wir sind die sichersten, könnte eigentlich ein paar Milliarden wert sein. An Cloud Revenue, wenn du es schaffst, damit irgendwie die ängstlichsten Firmen in die Cloud zu bringen. Also als einer von vielen USPs natürlich. Und das könnte man vermuten. Also sowieso willst du, dass deine Cloud sicher ist, aber wenn du einfach sagen kannst, du hast die sichersten und nachweislich die wenigsten irgendwie Breaches gehabt in den letzten 5 Jahren, dann ist das, glaube ich, eine gute Selling Proposition. Und vielleicht kann man das vor dem Hintergrund so ein bisschen sehen. Abgesehen davon ist Cloud Security natürlich ein spannender Sektor mit viel Rückenwind. Ne? Also es gibt immer diese Rechnung, dass Unternehmen so und so viel zig Milliarden oder hunderte von Milliarden in der Cloud ausgeben für Software, aber dass das Security Spend für diese Ausgaben unter 1% der Gesamtausgaben sind und dass das eigentlich, wenn man es mit normaler Software und so vergleicht, sollte das eher Richtung 2-3%, vielleicht sogar höher gehen, diese ganzen Operations auch sagen bulletproof zu machen. Das ist immer so das Rational, warum man denkt, Security oder Cybersecurity sollte noch viel Rückenwind haben. Ist natürlich ein sportlicher Preis. Das ist ja 60 mal Umsatzmultiple wäre das, ne, bei 350 Millionen. Vielleicht sind sie dieses Jahr schon auch bei 400-500. Scheinen noch sehr schnell zu wachsen. Dann wären es immer noch 40 mal Umsatz. Also ist so ein sportlicher Preis. Und ein guter, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Also das ist hier eigentlich der Fall, wo der strategische Käufer im Trade Sale deutlich bessere Multiples zahlt als die Public Markets, also die Börse. Hätte Wiz jetzt mit seinem jetzigen Umsatz, Sekunde, ich muss das Umsatzwachstum nochmal anschauen kurz. Weißt du, was die 22 gemacht haben? Nee, ne? Ich glaube, da war es noch zweistellig sogar. 350 haben sie in 23 gemacht. Es gab mal eine Story, dass Wiz in 18 Monaten auf 100 Millionen ARR gekommen ist. Das ist natürlich auch beeindruckend. Irgendwo habe ich die Zahl gelesen. Also im August hatten sie 100 Millionen ARR. Im August 22. Dann werden sie im Dezember vielleicht knapp darüber. Also wahrscheinlich verdoppeln sie nochmal dieses Jahr. Also vielleicht 500 Millionen. Und für eine Firma mit 500 Millionen Umsatz und das Wachstum wäre dann nächstes Jahr, also vorwärts vielleicht noch 40% bestenfalls. Da würde der Markt gerade keine 20 mal Umsatz für zahlen, würde ich sagen. Je nachdem, müssen wir jetzt noch die Grossmargen und so anschauen. Aber sagen 500 Millionen, sagen 20 mal, dann hätten die ein IPO gemacht, würde ich schätzen, dass sie auf 10, 12 Milliarden gekommen sind. Und Google zahlt jetzt quasi
das Doppelte. Und das wird man wahrscheinlich mehr sehen, weil das IPO-Klima, die Public Markets eben relativ niedrige Bewertungen gerade haben. Wobei, also in Anführungsstrichen niedrig, so niedrig sind sie nicht. Aber die strategischen Käufer zahlen hier deutliche Prämien quasi über den Börsen. Und das wird wahrscheinlich mehr und mehr Exit-Kanal für Softwarefirmen werden, dass sie idealerweise einen strategischen Käufer finden, der bereit ist, mehr zu zahlen, als man bei einem IPO erlesen würde. Und meinst du, die geht durch? Also darf Google den kaufen? Also prinzipiell haben diese großen Firmen alle immer Probleme zu akquirieren, gerade in dem Bereich. Ne? Wir erinnern uns an Figma, Adobe, wir erinnern uns an Microsoft, Electronic Arts und so weiter. Was wollte Microsoft noch kaufen? Activision meine ich natürlich. Also die sind immer under Review. Gleichzeitig ist Google weit davon entfernt, irgendwie bei Cloud Security Monopol oder Marktmacht aufzubauen. Da gibt es immer noch so viele Konkurrenten. Man könnte sagen, sie kaufen jetzt einen schneller wachsenden, also sie sind selber im Markt für Cloud Security, irgendwas werden sie ja selber anbieten, um das zu lösen, und sie kaufen jetzt den schnellst wachsenden Konkurrenten weg. Das könnte man argumentieren. Ich könnte mir vorstellen, dass die Chancen mehr als 50% sind, dass das durchgeht. Aber gereviewt wird es auf jeden Fall. Alles, was sie kaufen wird, ist under Review. Und die Chancen sind wahrscheinlich höher, als HubSpot zu kaufen. Ja, selbst bei HubSpot hätte ich gesagt, das kann durchgehen. Aber ich würde sagen, besser als bei HubSpot nochmal. Bei HubSpot hätte ich schon auf mehr als 50% getippt, ehrlich gesagt. Aber ja. Kurze Werbeunterbrechung. Laut einer Studie von Whitebox bestehen Aktieninvestments deutscher Anleger zu knapp 60% aus heimischen Unternehmen. Auch unser Werbepartner Liquid bestätigt, dass viele deutsche Anleger nicht ausreichend diversifiziert sind und zu hohe Gebühren zahlen. Wenn ihr euer Depot einmal im Detail durchleuchten wollt, dann macht jetzt den unverbindlichen Depotcheck von Liquid. Die Experten von Deutschlands Top-Vermögensverwaltung prüfen dein Depot jetzt für kurze Zeit kostenlos. Du erhältst eine ausführliche Übersicht über Risiken, versteckte Kosten und Renditechancen. Besuche jetzt liquid.de/dg. Liquid schreibt man liquid.de/dg für Doppelgänger. Das ist keine Anlageempfehlung, sondern eine bezahlte Werbung für unseren Partner Liquid. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Nvidia soll angeblich jetzt ein Ten-Bagger werden. Sogar mehr. In 10 Jahren 50 Billionen US-Dollar wert sein. Wie bitte? Was für eine Headline ist das? Wie positioniert man sich, um sowas zu sagen? Ja, ich meine, sowas sagen in irgendwelchen Foren ja täglich Leute in der Regel, aber in dem Fall hat die Financial Times darüber geschrieben, weil es aus berufenem Munde kommt, nämlich von James Anderson. Das ist der ehemalige Manager von Baillie Gifford. Baillie Gifford, wir erinnern uns, ist die Investmentfirma, die den Scottish Mortgage Investment Trust managt. Eine sehr erfolgreiche Tech-Fonds, auch wenn er nicht so klingt. Die haben sehr früh auf Amazon und Tesla gesetzt. Das war so ihr größter Erfolg. Und die Theorie hinter dem Scottish Mortgage Investment Trust war immer, dass, Sekunde, ich muss mal gucken, wie der Professor heißt, der das, sag mal, Credit, wo immer Credit ist, du. Also die Theorie war, dass, und das sieht man ja gerade wieder besonders, dass es immer nur 4% der Aktien, Sekunde, jetzt muss ich mal nachgucken, was genau. Also die Theorie ist, dass nur 4% der Aktien, wenn ich mich richtig erinnere, einen Großteil der Gewinne des Marktes machen. Und jetzt gerade sieht man das ja bei den Magnificent Seven besser denn je. Ich gucke jetzt einmal, wie der Professor heißt, der sich das ausgedacht hat. Das steht gar nicht in einem Artikel bei der Financial Times. Ah, da habe ich es. Professor Hendrik Bessembinder hat herausgefunden, dass nur 4% aller publicly traded Stocks für 100% des Net Wealths, der verdient wird, sagen zuständig sind, in Daten rückwirkend bis 1926. Also einfach gesagt, man muss, wenn man die 4% identifizieren kann, kann man unheimlich viel Geld verdienen, weil man den ganzen Restmarkt, der oft Geld verliert oder zumindest nicht viel verdient, ignorieren. Das ist so ein bisschen die Philosophie, die mit der Baillie Gifford sehr gut gefahren ist. Und dieser James Anderson hat es halt geschafft, indem er, du musst halt nur einmal einen Tesla oder einen Amazon oder eben Nvidia identifizieren und da lange drin bleiben und nicht aussteigen und nachkaufen, wenn die fallen, idealerweise noch. Dann kannst du damit sehr gut fahren. Und deswegen hört man dem jetzt schon ein bisschen mehr zu und tut das nicht gleich als Unsinn ab, aber er versucht halt zu erklären, warum er sehr überzeugt davon ist, wie das
passieren kann. Also fairerweise, das wird dann immer als Headline genommen. Er sagt, das ist ein, gute Investmentmanager denken ja in Szenarios. Er sagt, das ist ein, ich glaube, 15-20% hat er dem gegeben. 10-15%. Also er sagt, in einem Sechstel oder in einem Sechstel bis ein Zehntel der Fälle würde quasi die Aktie auf bis zu $20,000 steigen und das würde dann einer Bewertung von fast 50 Billionen US-Dollar entstehen. Das berechnet er so, dass der AI-Chip-Demand weiter mit 60% pro Jahr steigt. Das ist, glaube ich, die These, die man am ehesten anzweifeln muss. Über die nächste Dekade. Gut, wenn man 60% Wachstum auf 10 Jahre irgendwo modelliert, dann kommen da am Ende große Zahlen raus. Das ist auch kein großes Rätsel. Und dann wäre der Cashflow pro Share 1.350 und dann könnte man je nach Zinssatz bis zu 20.000 für die einzelne Aktie zahlen. Und so kommt er auf diese Rechnung. Im Moment ist der gesamte S&P 500 so viel Geld wert, wie dann Nvidia wert sein soll. In 10 Jahren, muss man fairerweise auch sagen. Jetzt in 10 Jahren würde das, ja, Verzehnfachung in 10 Jahren, darum geht's. Und im Moment, also er hat Bailey Gifford verlassen und im Moment managt er so eine Art Family Office mit der Agnelli-Familie. Also das sind die Fiat-Gründer, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist ein relativ kleinen Fonds mit 650 Millionen. Weiß gar nicht, warum er da den Schraub, das für ihn finanziell spannender ist als Bailey Gifford. Aber dem Anschein nach, ja. Ich bin ein bisschen, wir haben ja letztes Mal viel über Nvidia geredet, deswegen würde ich das jetzt nicht komplett neu aufmachen wollen, das Thema. Aber ich bin eher skeptisch, dass das so funktioniert. Ich glaube schon, dass irgendwann die Firmen ihre AI-Investments auch rechtfertigen müssen und dass zumindest nochmal so eine Phase kommt, wo die Aktie verlieren könnte. Ich glaube schon, dass sie irgendwann auch nochmal mehr als 3 Milliarden wert sein könnte vielleicht, aber ich glaube auch, dass sie zwischendurch nochmal auf vielleicht bis zu, vielleicht sogar unter eine Billion fallen könnte. Auch wenn du aktuell kein weißes Hemd anhast, wie viele Meetings hattest du in den letzten Tagen? Achso, genau. Das ist auch nur eine Ergänzung zu dem Thema vom letzten Mal. Und zwar gibt es einen sehr spannenden Artikel bei The Atlantic. Der wurde zugeschickt, ich glaube, von Dennis auf X, wenn ich mich richtig erinnere. Und da gab es eine spannende Zahl. Und zwar Microsoft kann das ja sehr gut messen über ihre Software. Also natürlich wird man da so ein bisschen beobachtet beim Arbeiten, wenn man da zustimmt. Und in dem Artikel, der heißt, Sekunde, The Atlantic White Collar Work is Just Meetings Now. Der ist schon ein bisschen, auch vom 9. Juli. Und da wird eine Microsoft-Studie zitiert. Und ich fand einen Fakt spannend. Altogether, the Meeting Industrial Complex, finde ich auch schön. Also man spricht immer so vom Military Industrial Complex, wenn man so die Rüstungsindustrie meint. Und der Artikel nennt jetzt quasi die White Collar Worker den Meeting Industrial Complex. Altogether, the meeting industrial complex has grown to the point that communications has eclipsed creativity as the central skill of modern work. Also Kommunikation hat Kreativität überholt. Wir reden mehr, als wir arbeiten. Last year, another Microsoft study found that the typical worker using its software spent 57% of their time communicating, that is in meetings, emails and chats, versus 43% of their time creating, in Anführungsstrichen, which would be documents, spreadsheets, presentations and the like. Und fairerweise muss man sagen, Presentations, könnte man sagen, haben auch Kommunikationscharakter. Das ist ja nicht mal wirklich, also einerseits ist es kreativ, andererseits dient es oft der Kommunikation. Today knowledge work is quantitatively speaking less about creating new things than it's about talking about those things. Und es ist ja genau, was ich sage, dass es Leute gibt, die irgendwie mehr als 50% ihrer Zeit in Meetings verbringen und dann kommt eben noch Chats hinzu. Und was hier auch beschrieben wird, ist, das Problem ist ja, dass selbst diese Zahlen noch beschönigend sind. Weil wie gesagt, einerseits kannst du sagen, viele Dokumente, Spreadsheets und Presentations werden nur aus Kommunikationsgründen gemacht, nämlich um das nächste Meeting. Also du müsstest ja noch alle Präsentationen, die nur gemacht werden, für irgendwelche internen Meetings abziehen, weil das ist auch nicht Creative Work. Also es kann natürlich zu neuen Projekten führen oder so, aber erstmal ist das auch Kommunikation aus meiner, zumindest nach meiner Definition. Und das andere Problem ist, dass das wurde ja hier so ein bisschen anhand von Zeit in Apps und Kalendern wahrscheinlich erhoben. Und man geht aber auch davon aus, dass es so eine Art Communication Tags oder ja Coordination Tags gibt, nämlich das allein um die Meetings zu organisieren, rauszufinden, wer kann denn wann und so weiter. Auch das kostet nochmal Zeit und dass nach jedem Meeting du eigentlich wieder irgendwie bis zu einer halben Stunde brauchst, um sozusagen in deinen Workflow zu kommen und wieder produktiv oder kreativ zu arbeiten. Das käme noch hinzu. Das heißt, wahrscheinlich ist die Situation schlechter. Jetzt muss man sagen, das ist so ein bisschen Selection Bias, weil
es geht hier um Firmen, die Microsoft Teams einsetzen, offenbar. Und dass niemand das freiwillig tun würde, ist auch klar, wenn er eine andere Wahl hätte. Von daher hoffe ich, dass es Firmen gibt, die andere, also als Aktionär von Microsoft hoffe ich natürlich, dass niemand was anderes außer Microsoft nutzt, aber ansonsten für die Produktivität der Firmen hoffe ich, dass es noch Firmen gibt, die nicht Teams nutzen und stattdessen tatsächlich wenig kommunizieren und viel kreativ arbeiten. Was ist denn für dich gute kreative Arbeit? Du hast in einer der letzten Folgen gesagt, dass du dir manchmal so den Kalender von Leuten anguckst und schaust, wie die so arbeiten. Was ist denn gute kreative Arbeit für dich? Ich würde sagen, alles, was entweder Erkenntnisse oder bessere Zahlen generiert. Also ich mag Leute, die irgendwie bis zu 2 Stunden am Tag auch einfach nur entweder so den Markt, Competition und ihre eigenen Dashboards konsumieren und sagen, daraus lernen und neue Entscheidungen treffen. Und ansonsten halt alles, was direkte Arbeit an Prozessen oder neuen Projekten ist, die sagen, irgendeine Kennzahl verbessern, neue A/B-Tests generieren, neue Kunden erschließen, neue Segmente, neue die irgendwie Features in Software bauen, rausfinden, was man als nächstes bauen sollte, rausfinden, was man weglassen sollte von einem Projekt oder einer Software. All das halte ich für produktiv und kreativ. Klar musst du irgendwie deine Direct Reports managen, das ist auch klar. Aber ich glaube, es wird problematisch, wenn du mehr als 50% interne Meetings hast. So, dass du, wenn du irgendwie externe Ansprechpartner hast, dann kannst du auch mehr haben. Das ist nochmal was anderes, glaube ich. Aber wenn du mehr als 50% interne Meeting hast, wird es, glaube ich, kompliziert. Aber es ist nur meine Sichtweise. Also gibt vielleicht Firmen, die ganz toll damit fahren. Aber ich würde es, wäre natürlich schön, wenn man das mal quantitativ so machen kann. Also was spannend wäre jetzt zu schauen, wie verteilt sich das bei verschiedenen Zahlen und wie ist bei Public-Firmen idealerweise? Du machst eine Umfrage auf LinkedIn, fragst nach dem Arbeitgeber und wie viel Zeit verbringst du in Meetings im Schnitt pro Woche? Wie viel Zeit arbeitest du insgesamt? Und dann wertest du das aus nach Arbeitgebern und dann schaust du, wie deren Stocks performen über die letzten 5 Jahre. Mach das doch mal als Poster. Poste den morgen früh, wir hauen in die Shownotes. Ja, ich glaube, ich erreiche nicht repräsentativ genug Leute. Müsste man mit einem Umfrageanbieter vielleicht eine Kooperation machen, um das rauszufinden. Aber es wäre ganz spannend. Wenn ihr Lust drauf habt, meldet euch mal bei der Firma mit A. Ich fände es interessant, wenn man das so erheben kann. Ja, E-Mails immer an podcast@doppelgänger.io. Und letzte Frage dazu. LinkedIn, ist das jetzt eher Kommunikation oder Kreativität, wenn man da irgendwie 2 Stunden am Tag abhängt und irgendwelche Kommentare? Das kommt sehr darauf an, wie man es nutzt und was deine Aufgabe ist. Also, wenn du, ich habe gesagt, dass ich Erkenntnisse generieren auch für, das wird zunehmend schwerer auf LinkedIn, fairerweise, aber man kann ja durch das Konsumieren von LinkedIn durchaus gute Produktideen haben oder so, oder Sales auf LinkedIn machen, so, dann ist es 100% produktiv. Die Selbstdarstellung auf LinkedIn ist produktiv, je nachdem, was dein Business ist. Also wenn du irgendwie Key Opinion Leader oder Influencer bist oder Speaker hauptsächlich, dann kann das sinnvoll sein. Ansonsten ist es, naja, Arbeiten an der eigenen Brand ist für dich vielleicht, für dich selbst vielleicht produktiv, für den Arbeitgeber nicht in allen Fällen. Man muss natürlich schauen, ob sich die Mehrreichweite auf LinkedIn überhaupt überträgt auf irgendeine KPI des Geschäfts. Das ist auch noch die Frage. Es gibt, glaube ich, viele Leute, die unheimlich viel Reichweite auf LinkedIn aufbauen, aber es nicht schaffen, das irgendwie auf die Straße zu bringen. Also ob so eine große Unternehmensberatung wirklich einen Auftrag mehr hat, sagen vom typischen Kundenprofil durch irgendwie einen sehr erfolgreichen Influencer, ist meiner Meinung nach, muss man das erstmal beweisen, dass sich das auch lohnt. Und der Nettoeffekt auf die eigene Mitarbeiterzufriedenheit und die der anderen Kunden und sagen potenzielle Neukunden, ob das positiv ist, müsste man auch erstmal messen. Das ist die zweite Studie, die wir machen. Ich bin trotzdem immer wieder überrascht, mit wie vielen Leuten ich rede, so in so kleineren Beratungen, Agenturen und alles, die sagen so, ja, eigentlich habe ich keine Lust, dieses LinkedIn-Game zu machen, aber es kommt einfach was bei rum. Also plumpe Bilder mit irgendwelchen fast AI, zum großen Teil AI-generierten Texten und so, als Konsument ja eigentlich nicht ertragbar, aber bringt trotzdem was. Inspiriert Leute, um DMs zu schreiben. Wie messen die das? Ja, was sagen die? Die sagen, woran messen die das? Es kommen DMs rein und Firmen, Leute aus Firmen, die man nicht kennt, melden sich und daraus entsteht dann was. Also das habe ich jetzt schon öfters gehört, wo man so denkt, so, ey, wieso machst du das? Ja, es funktioniert leider.
Ja, ich meine, ich glaube, wenn man guten Content wirklich, also wenn ein Berater ist zum Beispiel, sagen wir, du bist Berater und schaffst es so ein bisschen zu teasern, was du für Kunden erreicht hast oder so, dann kann das schon ein super Kanal sein. Ja, du bist da zu SEO-mäßig für mich. Also du machst zu guten Content, da kommt zu wenig bei rum. Es muss plumper werden. Nee, das wirst du von. Das ist das andere. Du musst ja immer die Entscheidung treffen. Also ich könnte wahrscheinlich noch viraleren Content machen auf LinkedIn. Ich weiß genau noch, was meine zwei viralsten Videos sind. Das waren definitiv die plumpsten. So, das eine war irgendwie dieser Stadionordner, der diesen, sagen jemand eher virtuell abtastet. Und ich hatte es irgendwie mit Wirecard in Bezug gebracht. Das hat, glaube ich, über 1 Million Views gehabt und das andere war auch irgendein Video, was nicht irgendwie von viel Inhalt geprägt war. Aber am Ende, ich glaube, man darf nicht, oder zumindest meine Strategie, nicht Reach per se zu suchen, sondern Qualified Reach, wenn du so möchtest. Also ich möchte Leute erreichen, die sich für Inhalte interessieren. Und dafür möchte ich stehen. Und nicht, ich möchte nicht dafür stehen, dass ich auch der größte Influencer auf LinkedIn bin. Das sind ja nicht die Brand, die ich suche, sondern ich möchte jemand sein, der regelmäßig, verlässlich guten Content auf LinkedIn postet. Und dadurch dazwischen wenig promotional, self-promotional und Laberkram. So. Das heißt nicht, dass es die einzig gangbare Strategie ist. Es gibt andere, die bestimmt auch, also offensichtlich andere, die auch erfolgreich sind. Aber man muss ja überlegen, was man damit befördern will, mit dem, was man auf LinkedIn macht. Und ich glaube, mein Gefühl ist, dass die Frage sich viele Leute nicht stellen, sondern die einfach nur versuchen rauszufinden, wie man mehr Reach erreicht. Wir nehmen Dienstag Vormittag auf, eine halbe Stunde vor Aufnahme hast du mir ein paar Links geschickt mit alles, was du so besprechen willst. Eine große Präsentation und eine noch größere Präsentation. Mit welcher Präsentation willst du anfangen? Was hätte ich mir in einer halben Stunde vor Podcast-Vorbereitung noch schnell reinziehen sollen? Also fairerweise hattest du die ganze Woche Zeit, diese Präsentation selber zu finden und zu suchen. Das Problem ist, dass du ausschließlich auf meinen Inhalten arbeitest und dich dann beschwerst, wenn sie dir nicht früh genug zugestellt werden. Also niemand hat dich gehindert, diese Präsentation früher. Die ist seit dem 11.7., also genau genommen hattest du nur 5 Tage Zeit, aber seit dem 11.7. gibt's die lang erwartete, muss man sagen, weil die Konferenz war schon ein bisschen früher. Gut, dass ich das Internet nur aufmache für diesen Podcast, das wissen ja mittlerweile alle. Genau. Ich beschwere mich auch gar nicht mehr, ich erwähne es nur noch. Und zwar, es gibt die sogenannte East Meets West Conference von Coatue. Coatue ist ein Crossover Growth Investor. Die bringen, so wie auch Altimeter und so, immer ein ganz so ein famous Pitch Deck raus, wo der Gründer Philippe Lafont, ein Franzose, so seinen Blick auf den Markt zeigt. Und es findet immer einigermaßen viel Beachtung. Das hat viele Leute geärgert, dass wenn man nicht da war, dieses Jahr die Slides, ich glaube, fast einen ganzen Monat nicht bekommen hat. Aber jetzt ist ein Video draußen, die Slides sind, glaube ich, immer noch nicht draußen. Jetzt ganz lustig, ich habe versucht, Google Gemini dazu zu bringen, mir die Slides aus dem Video zu extrahieren. Das wäre ein geiler AI-Use-Case. Hol mir einfach alle Slides aus, bauen mir ein PDF aus allen Slides. Ich glaube, dass AI das prinzipiell schon kann. Das Problem ist, Google, also erst, ich habe ihnen den Link gegeben, dann meinen sie, es sind keine Slides in dem Dokument. Dann meinte ich, da ist aber ein Video drin, kannst du das sehen? Und dann hat Gemini geantwortet, ja, da ist ein Video. So, das hat es erkannt, interessanterweise. Dann habe ich gesagt, kannst du mir aus dem Video die Slides extrahieren? Und dann hat er gesagt, sie können das nicht crawlen, sie können das nicht extrahieren, weil YouTube das nicht erlaubt, weil dann haben wir gesehen, sie haben das versucht, auf YouTube zu suchen und so weiter. Aber ich glaube, mit einer AI, die weniger auf Copyrights achtet, könntest du es, glaube ich, schon heute, wenn nicht, wirst du es sicher in wenigen Monaten können, so ein Task. Also, was ich schon hätte machen können, ist mir die Zusammenfassung geben aus dem Video. Ich glaube, das hätte Google, weiß ich nicht, ob sie Zugriff auf das Google haben, auf das Video haben, aber wenn sie Zugriff auf das Video hätten, können sie es natürlich zusammenfassen. Ich glaube, eigentlich könnte das multimodale Gemini auch schon die Slides extrahieren. Wie auch immer, stattdessen habe ich das jetzt mit Screenshots gemacht und wir gehen mal durch so, was die spannenden Sachen sind. Das Interessante ist, Philippe Lafont fragt das Publikum, also da sind so die typischen, die Investoren in Coatue, andere Tech-Founder und so weiter zugegen in der Regel, andere VCs auch. Und der macht immer so Umfragen und letztes Jahr war eine Umfrage, hat der Markt seinen Boden gefunden? Has the market bottomed? Also wird es jetzt noch schlimmer ab heute. Und letztes Jahr, also im Sommer 2023, haben 49% gesagt, der Markt wird noch weiter runtergehen. 39% haben gesagt, der Markt hat wahrscheinlich das Tal gesehen, aber sie bleiben vorsichtig oder konservativ. Und 12% haben gesagt,
AI wird den Markt auf neue Höhen schleudern. Und diese 12, nur jeder Achte des Publikums hatte eigentlich recht, weil der Nasdaq hat seitdem, und es geht ja nur um die Tech-Brille in dem Fall, sagen wir, sind Tech-Leute und der Markt für die ist die Nasdaq. Die Nasdaq hat seitdem 30% gemacht, der AI-Basket hat 51% gemacht und Nvidia 209% im letzten Jahr, also sich verdreifacht. Das zeigt doch wieder nur, dass einfach keiner eine Ahnung hat, was in der Zukunft passieren wird. Also da sitzen ja wirklich die schlauesten, besten, reichsten Leute, die irgendwie am tiefsten in dieser Szene drin sind, und selbst die haben keine Idee, wie die Zukunft sein wird. Du könntest sogar sagen, gegen Crowd Wisdom zu handeln und Contrarian zu sein. Das ist ja eine andere Hypothese, dass du wirkliches Geld nur mit Contrarian Ideas machen kannst. Also, oder du kaufst einfach den Markt. Aber wenn du den Markt nicht kaufst, dann ist Contrarian wahrscheinlich schon eine der besseren Strategien. Und ja klar, wenn irgendjemand die Zukunft zuverlässig voraussehen könnte, dann wäre der Mensch sehr schnell der erste Trillionär. Weil dann, das ist eine sehr gut durch Börsen ist das eine sehr gut monetarisierbare Skill, die Zukunft vorauszusehen. Das hast du dich mal gefragt, was du tun würdest, wenn du in der Zeitmaschine 10 Jahre zurückgeschleudert wirst? Ja, Apple kaufen. Ja, genau. Du musst halt eigentlich alles Geld der Welt borgen und Amazon, Facebook, ist gar nicht so wichtig, glaube ich, welche du kaufst dann, aber einfach die Companies, die heute Trillion-Dollar-Companies sind, kaufen. Oder vielleicht, wenn du dich noch an irgendwelche Fußballspiele erinnerst, kannst du natürlich auch Sportwetten machen, aber das ist das einzige Szenario, in dem Sportwetten Sinn machen. Genau. Was war noch? Die zweite Frage war 2023, sind wir in einer AI, also ist AI eine Bubble, einfach gesagt, oder befinden wir uns in einer AI-Bubble? Damals haben 56% gesagt, es ist eine Bubble, und 44% haben immerhin gesagt, es ist nicht eine Bubble. Das hat sich eigentlich so bestätigt. Nvidia Multiples haben sich nicht verändert, aber die Earnings haben sich verdreifacht letztes Jahr und der Kurs damit auch. Who will be the most valuable AI company? Ja, das ist nicht so spannend. Das haben alle, also da ist es eher so, die Großen sind größer geworden. Das war jetzt nicht so spannend. Was spannend ist, ist, dass die Nasdaq wieder über dem Stand von 2021 ist. Da kann man sagen, ja, die Firmen sind ja auch gewachsen seitdem, aber das Verrückte ist eben, dass die Zinsen 4% höher sind und die Nasdaq ist trotzdem auf dem höheren Level. Also Also es gibt nicht mehr diese allgemeingültigen Aussagen, ist der Markt gerade teuer oder nicht teuer? Also sind Aktien hoch bewertet oder niedrig bewertet, weil man das eigentlich immer für verschiedene Baskets einzeln betrachten muss, jetzt für die Magnificent Seven oder den Rest an Profitable Tech und so weiter. Aber ganz so alles über einen Kamm geschoren, muss man sagen, eigentlich sind Aktien teurer als 2021, weil die Bewertung ist höher bei einem ganz anderen Kalkulationszins und damit sind die relativ gesehen höher bewertet. Obwohl du viele Charts sehen wirst, dass die Multiples deutlich unter den alten Multiples sind. Aber die Multiples muss man halt immer in Verbindung zum Wachstum sehen. Und A ist das Wachstum der Firma anders und B ist der Kalkulationszins, also die Basiszinsen anders. Genau, dann auch noch ganz spannende Beobachtung, aber auch wenig überraschend, dass 2/3 der Returns der Aktien dieses Jahr nur von, also des S&P 500, sind von AI-Aktien getrieben. Also Nicht-AI-Aktien machen 4% der 13% Performance des S&P 500 aus und mehr als doppelt so viel oder 2/3 wären von, also 1/3 wird allein von Nvidia gemacht, das ist auch spannend. Andere AI-Companies machen nochmal 1/3 und Nicht-AI-Companies machen auch 1/3. So setzen sich die 13% des S&P 500 im letzten Jahr eigentlich, year-to-date, also in diesem Jahr, zusammen. Und die Median Returns sind sogar, dass AI-Companies 20% Return haben und Non-AI-Companies nur 2%. So, dann sagt er relativ klar, dass er glaubt, so ein Gen-AI ist der nächste Super-Cycle. Also Super-Cycles heißt so der Mainframe-Computer, PC, Networking, Desktop-Internet, Mobile-Internet, Cloud. Das waren so die letzten großen Cycles, die einfach große Unternehmen geschaffen haben. Und Generative AI, glaubt er, ist der nächste. So, in der ersten Phase haben wir halt irgendwie die GPUs, die ein Riesenmarkt werden, Data Center, Power, Cloud Anwendungen. Nächste Phase sind AI-Smartphones und AI-PCs, also die darauf zugeschnitten sind. Dann kommen AI-Applications, also erst dann sieht er Personal Assistants, Co-Piloten, autonome Agents und so weiter. Also dann könnten die reif werden. Und danach wird es halt spannend, wenn man zu Self-Driving Robots kommt und Drug Discovery und so weiter. Finde ich relativ schlau.
So, dann kommt eine Slide und genau die würde ich, gegen die würde ich sprechen. Da sagt er, Software Valuations are near all-time lows. Also der SaaS-Index war mal bei 20x Sales in 2021. Der Median ist bei 7,2 mal Sales, also Umsatzmultiple. Das heißt, die Firmen waren an der Börse 7,2 mal mehr wert, als sie Umsatz gemacht haben. Wie gesagt, Höchstpunkt war über 20. Und jetzt sind wir nur bei 5,5, ist die Aussage. Aber da muss man eben wirklich, also die Folie ist trotzdem richtig, aber man muss als Kontext verstehen, Firmen wachsen jetzt nur noch halb so langsam wie zu 2021. Und der Kalkulationszins hat sich verändert von irgendwie minus 0,25 auf 4% oder was weiß ich jetzt gerade Zinsen sind. Das heißt, vor dem Szenario ist diese, sind diese niedrigeren Bewertungen eventuell gar nicht so niedrig. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Dann übernimmt sein Kollege so ein bisschen für die Private Markets. Ich habe leider noch nicht die ganze Präsentation gesehen selber, weil ich es auch erst kurzfristig entdeckt habe. Du hättest das auch schon vor 5 Tagen irgendwie können. Ja, genau. Ich hatte ja zwischendurch noch andere Dinge. Da vergleicht er Funding in Nicht-AI und AI-Companies. Jetzt geht es nicht mehr um Public Markets, also Börsen, sondern private Companies oder Venture Capital. Und es gab nur 200 AI-Deals, also AI-Investitionsrunden oder Investitionsrunden und mehr als 7000 in Nicht-AI-Companies. Also nur 3% der Deals haben AI-Charakter, interessanterweise, zumindest so wie Code2 das betrachtet. Aber 15% des Kapitals flossen in diese 3% der Runden. Und zwar war die durchschnittliche Bewertung der AI-Companies 1 Milliarde. Die durchschnittliche Bewertung der Nicht-AI-Companies war 200 Millionen. Also AI-Companies raisen 5-mal so viel Geld, könnte man sagen, auf 5-mal der, also hauptsächlich, weil die Valuation 5-mal höher ist. Und die Durchschnittsrunde, die Größe der Durchschnittsrunde ist auch 6-mal größer. Und dann ist noch, was ich ganz spannend fand, ist, wohin geht dieses VC-Geld innerhalb des AI-Ökosystems? 14 Milliarden von 22 Milliarden, also 2/3. Gehen in Models, also in LLMs. Application Layer 4 Milliarden, das sind dann nur 18% ungefähr, schätze ich. AI Ops und AI Cloud, das ist sowas wie Scale AI, könnte man sagen, zum Beispiel, also Data Aufbereitung oder AI Anwendung in der Cloud. 2 Milliarden, also weniger als 10%, also 9%. Und Robotics weniger als 9% und AI Semis, also neue Chips, Semis meint immer Semiconductors, also Halbleiter oder Chips, unter 100 Milliarden. Das finde ich eine krasse Fehlverteilung. Also 2/3 geht in Modelle, also auch wenn die Modelle für den Fortschritt von AI unheimlich wichtig sind, glaube ich, für die Wertschöpfung, denke ich immer noch, ist das am schlechtesten investierte Geld, wobei ich mich irren kann. Aber mein Bauchgefühl oder mein Reasoning ist, dass das nicht das beste investierte Geld ist, während ich denke, dass Robotics viel zu wenig investiert. 2 Milliarden in Robotics finde ich viel zu wenig, weil ich da sehr konkreten, sehr frühen Nutzen sehe eigentlich und weil wir eigentlich nur 2 Jahre weg sind von Robotern, die echt schon Tätigkeiten übernehmen können. Also wir haben ja jetzt schon Industrieroboter, aber ich glaube, warum man jetzt menschliche Roboter baut, ist ja, weil sie durch generative AI von Menschen lernen können dann. Also diese Roboterarme und sowas hatten wir auch sonst schon automatisierte Fabriken. Ne? Xiaomi hat gerade Huawei oder Xiaomi, eine von beiden, hat gerade die erste 100% automatisierte Smartphone-Fabrik. Gibt's ein Video auf, wenn man, vielleicht findet Jan das für die Shownotes. Es gibt ein Video auf LinkedIn, das ist auf Chinesisch zwar, also man versteht den Text nicht, kann man sich aber übersetzen lassen, aber da zeigen sie eine komplett automatisierte Smartphone-Fabrik. Also da geht kein Mensch mehr rein, beziehungsweise macht nur das Licht an. Also Licht brauchen die Roboter eigentlich lustigerweise gar nicht, aber es wird einmal angeschaltet und da kommen am Ende Smartphones raus, ohne dass irgendein Mensch da arbeitet. So, Qualitätskontrolle, Chips zusammenstecken, alles machen Roboter. So, und diese, was ich sagen wollte, ist, diese Roboterarme und so haben wir schon, aber der Vorteil natürlich, wenn du menschliche Roboter baust, ist, dass sie menschliche Tätigkeiten erlernen können, weil sie einfach, du ihnen sagst, guck mal, was der macht und mach das nach. Du musst nicht mehr super aufwendig Algorithmen oder Anweisungen, Prozesse programmieren, sondern du sagst einfach, mach das nach, was der macht und mach's besser und so sieht gute Arbeit aus und so sieht schlechte Arbeit aus und näher dich dem guten Ergebnis. Und deswegen finde ich 2 Milliarden in Robotics eher wenig, wenn man überlegt, dass 14 Milliarden in Modelle fließen. Und AI-Semis finde ich ist auch underinvested. Also dass so Cerebras und Grok und so eine Firmen eigentlich relativ wenig Geld eingesammelt haben, obwohl es wirklich einen großen Kuchen gibt, dafür Chips noch besser zu machen oder spezialisierter, fand ich überraschend, ehrlich gesagt. Kurze Werbeunterbrechung. Habt ihr schon von Verve gehört? Nein, nicht von der Band, sondern von der nächsten großen Sache in der digitalen Werbung. Stellt euch vor, ihr erreicht Menschen dort, wo sie die meiste Zeit verbringen. Nicht auf Google, Facebook oder X, sondern in den bevorzugten mobilen Apps, im Streaming-TV und sogar auf digitalen Plakatwänden. Verve bringt eure Marke vor Millionen von Augen auf Bildschirme, auf denen Verbraucher Milliarden von Stunden verbringen.
Werf ist auf neue Werbekanäle spezialisiert und sorgt dafür, dass eure Werbekampagne eine größere Wirkung erzielt. Ein Team von Pionieren der Branche hilft euch bei kniffligen Themen wie GDPR und IDFA. Nehmt zum Beispiel Atom, Anonymized Targeting on Mobile. Es ermöglicht Werbetreibenden, mehr Kunden auf mobilen Geräten zu erreichen, ohne den Datenschutz zu gefährden. Oder Moments AI, das neue Inhalte wie Sport- und Unterhaltungsnachrichten in der Sekunde anzeigt, in der sie veröffentlicht werden. Entdeckt, wie Werf euch helfen kann, euer Publikum dort zu erreichen, wo es am meisten Zeit verbringt. Besucht werf.com und erfahrt mehr. Das schreibt man werve.com. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Dann gibt es eine Frage, das werden wir in diesem Deck, aber auch der zweiten zum zweiten Slide, über das wir vielleicht noch reden, haben, warum gibt es eigentlich gerade keine IPOs mehr? Also es gibt so ne, Charts, wo man sehen kann, dass so bis 2021 oder 2022 auch noch Firmen so mit viel Druck durch die Pipeline gedrückt wurden, um public zu gehen, und dass du jetzt seitdem, glaube ich, nur Klaviyo und Rubrik oder so noch als große Tech-IPOs hattest. Und warum gibt es jetzt keine mehr? Man spricht immer vom IPO-Fenster, dass das zu ist, aber das stellen eigentlich alle in Frage. Es geht eigentlich nur darum, dass es so ein Valuation-Mismatch gibt, dass die Public Markets Firmen nicht so hoch bewerten, wie die VCs das gerne hätten oder die Leute, die noch im Private Market sind. Gutes Beispiel eben dieser Google-Deal, ne, wo Google 23 Milliarden für ein Unternehmen zahlt, was an der Börse wahrscheinlich nur 10, 12 Milliarden wert gewesen wäre. Und kein Wunder, dass Unternehmen sich dann entscheiden, den Weg zu gehen. Und das ist auch einer der Rückschlüsse von dem Partner, dass er sagt, also Implikationen dafür, dass es einen schlechteren IPO-Markt gibt, ist mehr Mergers, mehr PE-Buyouts, also dass Private-Equity-Firmen Unternehmen übernehmen oder generell Acquisitions. Was auch spannend ist, dass sowohl er als irgendwo anders, habe ich das auch noch gehört, dass man glaubt, dass der neue Threshold, um an die Börse zu gehen, sei 10 Milliarden Bewertung. Also vorher war es angeblich 1 Milliarde, vorher braucht man nicht an die Börse gehen. Jetzt braucht man 10 Milliarden und damit eigentlich Umsätze von mindestens 1 Milliarde, bevor man an die Börse geht, um eine gewisse Relevanz zu haben. Im Gegensatz zu der ganzen, zu dem SPAC-Hype, war es nicht damals so, dass Chamath gemeint hatte, wenn du irgendwie 50 Millionen Umsatz machst, sollst du sofort ein SPAC machen? Genau, genau. Und ich meine, vielleicht ist das schuld daran, dass man das nicht mehr sehen will, so. Aber ich glaube eigentlich, weißt du, wie viel Microsoft wert war, als an die Börse gegangen ist? Wahrscheinlich 50 Millionen? 100 Millionen, genau. So. Und jetzt partizipieren Anleger eigentlich nicht mehr an dieser Wertentwicklung. Ich weiß nicht, warum man 10 Milliarden wert sein muss, um an die Börse zu gehen. Eigentlich gibt's keinen. Also du musst irgendwie relevant sein als Company, das sehe ich schon. Aber ich meine, ja, du kriegst halt nicht die gleichen Valuations, wenn du nicht so groß bist. Das ist auch wahr. Aber eigentlich glaube ich, Firmen sollten auch die Möglichkeit haben, früh an die Börse zu haben. Zu gehen. Und was er auch ganz gut zeigt, ist, dass wenn man das aggregiert betrachtet, waren IPOs ein großes Mittel für Geldverwendung. Also die IPOs, die seit 2020 passiert sind, haben im Median 44% an Wert verloren und Market Cap gewichtet 21% verloren. Also du hast 225 Milliarden Verluste aus IPOs. Also im Vergleich zur heutigen Bewertung dieser IPOs und nur 83 Milliarden, die sich also an Gewinnen aus IPOs. Also die meisten, ich meine, das liegt natürlich jetzt auch am veränderten Zinsszenario und so, und dass man nur den Zeitraum seit 2020 betrachtet. Aber es war in der Vergangenheit einfach keine gute Zeit für IPOs. Genau, das sind so die Main Takeaways. Und dann ein anderes Deck, was gerade kursiert, ist das von Avenir. Avenir ist ein Growth Investor. Die haben ein Deck etwas boulevardesk überschrieben mit Sekunde. Was ist falsch mit Software und wieso sie trotzdem optimistisch sind? Genau, what's wrong with SaaS and why we optimistic? Jared Sleeper ist der Partner, der es hauptsächlich verantwortet. Genau, ganz spannend. Seit 2019 hat der Bessemer Cloud Index negative Returns eigentlich im Vergleich zum Markt. Also die Nasdaq ist zwar 105%, also es geht jetzt man muss jetzt sagen, es geht jetzt nicht mehr allgemein um Tech, sondern speziell um SaaS, Software as a Service, in sozusagen also mit adjustiert für Inflation ist der SaaS-Basket, also der Bessemer Cloud Index, 20%, also hat 20% an Wert verloren innerhalb einer 4-Jahres-Periode und ist ungefähr bei der Hälfte vom Höhepunkt, während die Nasdaq 105% gemacht hat oder Inflation 21% war über die 20 Quartale oder was das sind. Also Software hat underperformed.
man sieht, also es gibt weiterhin Wachstum im Revenue, obwohl der natürlich sich verlangsamt hat, aber die Margen verbessern sich nicht mehr. Das heißt, das jegliche Returns müssen jetzt aus dem zusätzlichen Wachstum kommen, was man akquiriert. Dann sagen Sie richtigerweise, on the surface, multiples seem to be below recent norms. Also sagen oberflächlich betrachtet sind Multiples, also die Bewertung der Firmen unterhalb des Medians, das, was wir eben besprochen haben. Sie sagen dann aber, es gibt aber gar keine schnell, also niemand wächst bei über 35%. Also selbst die schnellsten CrowdStrike, Klaviyo, Monday, Snowflake und so, keiner wächst mehr deutlich über 35% year on year. Und deswegen ist es, allein deswegen müssen die Multiples niedriger sein. Und wenn man das mit so einem Growth Coefficient in Verbindung setzt, dann sieht man, dass Firmen, die 40% oder schneller wachsen, sind immer noch über dem historischen Durchschnitt der letzten 6 Jahre bei der Bewertung. Und das aber wiederum bei viel höheren Zinsen. Das ist das Wichtige. Obwohl die Zinsen höher sind, und da muss man sagen, dass sie realistisch gesehen eigentlich teurer geworden sind. Firmen, die schneller als 30% wachsen, sind ungefähr auf dem historischen Mittel. Firmen, die schneller als 20% wachsen und schneller als 10% wachsen, sind etwas unter dem historischen Mittel. Aber so wirklich, wirklich billig sind Softwareaktien eigentlich nicht, auch wenn sie so wirken, gerade gemessen am jetzigen Wachstum, das es noch gibt und an dem Zinsszenario. Genau, dann haben sie eine Slide, die Slide 15, wir packen die auch in die Präsentation. Slide 15, wo sie eben zeigen, dass wie viele Firmen 2021 noch an die Börse gegangen sind und das jetzt nur, genau, Klaviyo und Rubrik richtigerweise an die Börse gegangen sind, dass gleichzeitig immer mehr Übernahmen gibt. Das hatten wir. Die Investitionen in Startup sind, also normalisieren sich, würde ich sagen, hauptsächlich, weil die Crossover-Funds verschwinden. Also sowas wie Couture, Dragoneer oder Altimeter, diese großen Fonds, die man zusammen mit Tiger Global und Softbank und so weiter hat, in diese Megarunden der letzten Jahre investieren sehen, die auch die Bewertung sehr stark getrieben haben. Die sind quasi aus dem Markt verschwunden und haben genau keine Runde gemacht oder an keiner Runde partizipiert 2023. Gut, auf der anderen Seite haben wir die großen Tech-Firmen, die irgendwie krass überall investieren. Genau, du könntest sagen, das sind die neuen Crossover-Investoren, die Corporate-VCs, die ja aber hauptsächlich höchstwahrscheinlich, also A, die haben Cash ohne Ende und B, sie haben Credits ohne Ende und können Rechenressourcen verschenken oder vergeben for Equity. Das ist auf jeden Fall eine spannende neue Dynamik. Ja, komisch, dass das gar nicht so thematisiert wurde. Wobei, das hat Altimeter in seiner Konferenz sehr gut thematisiert. Genau, dann, wo steigt eigentlich am meisten das Investment? In Cybersecurity, AI Infrastructure, AI Applications. Sagen, hast du eine deutliche Erhöhung des, das nicht so schön. Und dann fragen sie sich, warum sind eigentlich die Bewertungen so runtergekommen oder warum geht's dem SaaS-Markt nicht mehr so gut? Und die Schlussfolgerung, und ich glaube, die ist richtig, ist, dass in SaaS eigentlich genau das Gleiche passiert ist, was wir auch im E-Commerce gesehen haben. Nämlich, dass, also einerseits hattest du so einen Supercycle, der 2016 oder 2015 angefangen hat, dass wirklich viele Firmen in die mit ihren Applikationen in die Cloud gewandert sind und mehr SaaS benutzt haben. Dann wurde das 2020 durch Corona nochmal entweder verlängert oder nochmal kurz befeuert, wo es eigentlich hätte schon abflauen müssen. Also da war so ein bisschen die Going into SaaS Welle am Abflauen eigentlich, aber dann kam Corona und hat das nochmal stark betrieben. Und umso stärker ist jetzt quasi so dieser Backlash oder dieser Abfall, den man sieht. Es hat so ein bisschen die Zukunft vorausgezogen, wie gesagt, wie im E-Commerce. Und jetzt fällt man auf normalere Wachstumsraten eben im hohen einstelligen, niedrigen, zweistelligen Bereich zurück. Also der Gesamt-SaaS-Markt glaubt, Avenir wird 2025 noch 11% und 2026 nur noch 9%. Wachsen. Da wird es Firmen geben, die noch 20-30% machen, aber es wird auch welche geben, die so ein Dropbox oder DocuSign, die eben 2-3% vielleicht nur machen. Also man sieht so ein bisschen diesen SaaS-Supercycle eigentlich am Ende und Covid hat das wahrscheinlich nur diese Adoption-Curve nochmal ein bisschen nach rechts verlagert. Ich glaube, das ist eine wahrscheinlich richtige Betrachtung. Eigentlich wollen Firmen nicht mehr so viel mehr in SaaS investieren. Man sieht es auch ganz gut bei der Marketing-Effizienz, vergleichen Sie, dass immer mehr Marketinggeld immer weniger New Incremental Revenue bringt. Also es wird mehr Geld denn je in Marketing ausgegeben, interessanterweise, obwohl der Markt ja schwächer ist. Man würde ja vermuten, dass die Firmen Geld sparen. Aber das gesamte Sales- und Marketing-Spend der Industrie, also der Firmen, die Sie beobachten in so einem Körbchen, also verschiedene SaaS-Firmen, Public-SaaS-Firmen, die Sie beobachten, da ist 2021 hat man 28,5 Milliarden ausgegeben, dann 35 Milliarden in 2022, das nochmal auf 37 gesteigert letztes Jahr, obwohl der Markt deutlich schwerer wurde.
Und das, dieses Jahr sind es 40 Millionen, also nochmal mehr. Und im Vergleich zum New ARR sozusagen wird das Verhältnis aber immer schlechter. Also 2021, Corona-Jahr, hat man das 1,3-fache ausgegeben. Man könnte sagen, dass die Magic Number so ein 0,8 war. Dann, Sekunde, stimmt das? Ja, Magic Number 0,8 war. Und inzwischen ist die Magic Number im Schnitt unter 0,5. Also 2,2 mal mehr Marketing gibt man aus, als man Incremental Revenue damit schafft. Das müsste so 0,45 Magic Number sein, wenn ich es im Kopf richtig rechne. Also das Marketing Spend wird immer ineffizienter, weil es schwerer wird, Leute davon zu überzeugen, neue Software zu benutzen. Dann beobachten sie ganz richtig, dass dadurch, dass man durch dieses Consumption-Based Pricing Model, also was Snowflake zum Beispiel macht, also dass man entweder pro Seat oder Consumption abrechnet, wird die Softwareindustrie sehr seasonal, also zyklisch. Dadurch, dass in Downcycles weniger Mitarbeiter eingestellt werden oder eben weniger konsumiert wird, auch an Daten komischerweise. Wobei, es gibt schon, also prinzipiell funktionieren diese Consumption-Based-Modelle gut, ne? Aber sie werden halt so ein bisschen zyklisch, weil man versucht, Kosten zu sparen, und über Consumption-Based-Models kann man halt relativ schnell Kosten sparen, indem man ein paar Abfragen nicht mehr macht oder ein paar Prozesse bereinigt. Subscription ist relativ schwer, die Kosten zurückzufahren, wenn man mal eine Subscription unterschrieben hat. Genau, dann die Umsatzausweitung, Net Retention Rate, die war ja historisch eigentlich immer so um die 120 bei guten Public Companies. Das ist auf 110 runtergegangen und es ist noch nicht absehbar, wie weit das noch runtergeht. Also wie viel man den Umsatz mit dem gleichen Kunden steigern kann gegenüber dem Vorjahr. Interessanterweise geht der Headcount wieder aggressiv hoch inzwischen. Also das Hiring ist accelerating. Die Rohmargen haben sich verbessert über die letzten sechs Jahre. Das sieht man relativ klar. Das liegt hauptsächlich an Skaleneffekten, dass die Firmen größer geworden sind, und damit verbessern sich die Rohmargen in der Software mehr oder weniger automatisch. Und relativ gesehen sind die Marketing, R&D und G&A-Ausgaben aber gar nicht so stark gesunken. Man könnte, also einfach gesagt, könnte man sagen, der Operating Leverage auf der Gross-Margin-Seite funktioniert. Je größer die Firmen werden, desto profitabler. Auf der R&D-Seite, also die Forschungsausgaben und Marketingausgaben, wird man aber gar nicht so viel effizienter. So, beim Marketing spart man zwar 700 Basispunkte, aber die Effizienz ist ja trotzdem deutlich schlechter dieser Marketingausgaben. Deswegen würde ich das nicht so richtig zählen als Operating Leverage. Genau, das Spannende ist, dass die Verbesserung der Margen durch hauptsächlich aus der Gross-Margin kaum Wachstum gekostet hat. Also es war wahrscheinlich schlau, da zu sparen. Genau, Sie beschreiben, dass die Share-Based Compensation immer noch ein großes Problem ist bei Softwarefirmen. Dass immer noch 20% des Umsatzes quasi in Share-Based Compensation verwandelt werden. Das dilutet halt verwässert die Shareholder logischerweise. Im Schnitt wurden Shareholder in SaaS-Companies 3% verwässert im letzten Kalenderjahr durch Share-Based Compensation, weil immer mehr Aktien rausgegeben werden. Bei 22 von 52 SaaS-Companies war das so, fairerweise so. Und eine spannende Beobachtung finde ich noch. Sie sagen, dass Sie Firmen besonders spannend finden, Sie gucken auf Glassdoor-Statistiken, und man kann bei Glassdoor, das ist eben, was zu Recruit Holding gehört, eine Plattform für Employee Happiness, für Mitarbeiterbewertung, die ihre Arbeitgeber bewerten. Und da sagt man einerseits, man kann unter anderem, also man bewertet so die generelle Zufriedenheit mit Mitarbeitern, aber man kann zum Beispiel auch Work-Life-Balance bewerten von 1 bis 5. Und man kann sagen, glaube ich, dass dem Business geht's gerade gut. Also so ein Positive Outlook, Business Outlook, kann ich sagen, glaube ich, dass es eher wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich, dass das Geschäft nächstes Jahr besser läuft als vorher. Und Sie sagen quasi, dass die besten Companies, so aus finanzieller Sicht, liegen interessanterweise in dem Quadranten, wo der Business Outlook relativ positiv ist, aber nicht zwangsläufig die Work-Life-Balance-Ratings. Also die besten Work-Life-Balance-Ratings hat zum Beispiel sowas wie Box.com oder Dropbox. Was ist WK? Workiver. Nie gehört. 4 Milliarden wert. Genau, SentinelOne interessanterweise auch ganz gut ist, aber die haben auch gutes Business Outlook. Und die mit dem schlechtesten Business Outlook sind übrigens, und das ist spannend, dass ich da noch nie drauf gekommen bin, also diese Glassdoor-Daten zu benutzen, um zu schauen, welche Firmen wohl gut performen, ist ja eigentlich ein super Indikator, weil in der Regel Mitarbeiter ganz gut wissen, wie es bei ihnen läuft und den Druck gut spüren. So die schlechtesten Business Outlook-Ratings haben Twilio, DocuSign, Shopify interessanterweise, Instacart und Zoom. Cloudflare fairerweise auch relativ nett. Aber die Leute sind auch sehr unhappy.
zum Glück. Nein, ja, aber fand ich ganz spannende Beobachtung, dass es viele Firmen, also so MongoDB, Klaviyo, Salesforce, HubSpot, CrowdStrike, Brace, Monday.com, Snow, Zscaler, ZoomInfo, Viva, Datadog, wo man eigentlich sagen würde, das sind tendenziell von den finanziellen Metriken gute Firmen. Die fallen nicht dadurch auf, dass Mitarbeiter besonders happy sind auf Arbeit, sondern es ist schon eher eine High-Performance-Umgebung offenbar. Sozusagen das Gegenteil von ESG, dass man schaut. Man will Mitarbeiter, die nicht glauben, dass hier die Work-Life-Balance besonders gut ist, aber die schon sehr stark an das Business glauben und deswegen dort arbeiten. Das ist im Zweifel natürlich auch die bessere Kultur. Genau, und jetzt kommt noch, warum geht's, jetzt gibt es die Gründe, warum sie optimistisch sind. So einerseits, sie befragen auch immer Leute und die meisten meinen, sie haben es einen Großteil durch die Krise geschafft, gerade schon. Viele glauben, dass sie weiterhin in AI investieren werden. Ich glaube, da ist mein Gefühl immer, die Frage ist falsch gestellt. Du müsstest eigentlich immer fragen, werdet ihr mehr Geld nächstes Jahr ausgeben wegen AI? Wenn du Leute fragst, gibt ihr mehr Geld für AI aus nächstes Jahr, ist klar, dass sie mehr Geld für AI ausgeben. Aber das Problem ist, dass sie es aus anderen Software-Topfen nehmen. Also sie geben insgesamt nicht mehr Geld für Software aus. Sie innerhalb ihres Software-Spendings geben sie nur mehr Geld für AI aus. So. Und das ist, kann sehr trügerisch sein, glaube ich, vom Outcome. Und ich glaube, sie haben es hier so gefragt, als wenn es nur um AI ging. Und dann ist das Outcome, glaube ich, nicht so aussagekräftig. Und was sie auch feststellen, ist, dass die meisten Einkäufer von Software wollen AI von ihren existierenden, also 32% wollen selber AI-Tools in-house bauen, 52% wollen das ihre bestehenden Software-Vendoren, also die bestehenden Verträge, Vertragspartner eigentlich, ihnen AI-Anwendungen verkaufen, also ihr, keine Ahnung, SAP, Salesforce, Microsoft und so weiter. Und nur 16% suchen aktiv nach neuen AI-Software, die sie woanders einkaufen können. Also irgendwie ein Best-of-Breed-Approach oder so. Ja, dann kommt so ein bisschen Durchhalteparolen, so auch, also auch Firmen, die schon für tot erklärt wurden, Oracle ist hier das Beispiel, können gut performen. Oracle hat seit 2004, in den letzten 20 Jahren, irgendwie von $15 auf $140 sich trotzdem verzehnfacht. Ist jetzt aber auch, Oracle hat dafür auf der Acquisition-Seite viel richtig gemacht. Weiß nicht, ob das jetzt beste, also sie sind eher ein Outlier als das Beispiel, glaube ich. Genau, dann sagen sie ein paar Beispiele für, wo die Multiples noch günstig sind. Klaviyo, Okta, CRM, also Salesforce, Workday. Im Vergleich zu Microsoft zum Beispiel, die 12-mal Umsatz-Multiple haben, aber auch sehr hohe Margen. Okta muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Klaviyo sieht noch ganz gut aus. Salesforce wächst nicht mehr so schnell. Ist auch der Grund, warum die Multiples runtergehen. Workday ähnlich. Ja. Wie viel von den Firmen sind denn in ihrem Portfolio? Also zeigen die, ich meine, die meinen die Präsentation ja. Wurde nicht disclosed. Aber die investieren definitiv in Public Sector, also an der Börse auch. Okay, genug über andere Leute Präsentationen. Wir packen die alle in die Shownotes. Aber eine kurze Frage dazu, ja. Sean. Jetzt hast du dir diese zwei Präsentationen angeschaut. Macht das irgendwas mit dir? Änderst du jetzt irgendwas? Saß jetzt das neue E-Commerce und man muss da raus, weil es jetzt langweilig wird? Nee, ich glaube nicht, dass man da raus muss. Ich glaube, man muss das sehr rational bepreisen. Also diese scheinbar günstigen Multiples muss man halt hinterfragen. Man muss genau schauen, wie schnell wächst das noch in Zukunft. Man muss von, also wer das nicht verstanden hat, man muss von sinkenden Wachstumsraten ausgehen, definitiv weiterhin. Wo ich überrascht war, ist, dass der Headcount schon wieder so wächst. Also dass man aus dem Profitabilitätsmodus schon wieder so ein bisschen rausgeht. Es gibt natürlich Firmen, die wachsen und einstellen können, gerade weil sie neues Personal für AI brauchen. Aber ich erinnere mich noch, in den letzten 4 Quartalen haben wir oft so sagen können, dass die OPEX deutlich langsamer wachsen als der Umsatz. Selbst bei Firmen, die nur 12% wachsen oder sowas, dass die OPEX durch Entlassung und so auf nur noch plus 2% oder sogar gleichbleibend gehalten haben. Und das ist mir vorher schon aufgefallen, dass das weniger und weniger so ist. Also du hast oft, dass die OPEX schon wieder so schnell wachsen wie der Umsatz. Und dann kannst du nur aus der Rohmarge wachsen. Und das ist so ein bisschen so ein Pattern, dass die Kostendisziplin verschwindet schon wieder so aus dem Markt. Das macht's, glaube ich, schwerer. Vielen Dank für die Zusammenfassung. Ich habe viel Zeit gespart, dass ich mir das nicht angeguckt habe. Zum Schluss noch 3 schnelle News, bevor ich das Internet hier wieder ausmache. Was hat dich sonst noch beschäftigt? Ich wurde hingewiesen auf einen Post auf LinkedIn, der mir sonst untergegangen wäre in der Vielfalt der Nachrichten. Und zwar hat Frank Thelen ein Interview bei Das Investment gegeben und angekündigt, dass 10x DNA gerebrandet wird. Seine so mühsam aufgebaute Brand mit eigenem Buch und was weiß ich,
Und zwar soll der Tenix DNA Fonds jetzt und in Zukunft unter TEQ Capital, gleich mal abonnieren hier die LinkedIn-Seite, ach so, dem folge ich schon, ach wurde schon einfach umbenannt, der TEQ Baustein für dein Depot heißt jetzt Tenix DNA. Okay, für was steht TEQ? Für Tech und Equity. Also die Mischung aus Besitztum, also Anteilen an Equity. Da habe ich eine Frage an die Community. Achso, und TEQ heißt, spricht man natürlich auch Tech aus wahrscheinlich. Oh, was für ein Geniestreich. Ist ja noch besser als Tenix DNA. Ja, ich habe eine Frage zu Rebranding. Es gibt bestimmt eine Person, die uns mal irgendeine Studie oder so schicken kann, ob Rebranding wirklich funktioniert. Ich habe das vor kurzem überlegt bei Lufthansa. Die haben das Logo ja irgendwie von blau auf schwarz gemacht und so. Und generell alle Rebrandings, also außer vielleicht Trettmann, der sich neu erfunden hat als Künstler, habe ich noch nie ein Rebranding gesehen, was wirklich funktioniert hat. Meta. Ist lustig, dass wir inzwischen Meta sagen, obwohl immer noch alle Leute sich weigern, Alphabet zu sagen. Also dann sagt man, ja, die Google-Mutter und so, es nervt eher, dass man ständig, man möchte mal von Google schreiben und korrekt, also ich erwische mich immer beim LinkedIn-Post schreiben, dass du willst immer schreiben, Google akquiriert und was weiß ich, und korrekterweise musst du eigentlich schreiben, die Google-Mutter Alphabet akquiriert. Das nervt immer so ein bisschen. Aber das würde ja heißen, dass Rebranding nur funktioniert, wenn das Wort einfacher wird. Es ist halt Tech ist doch einfacher als Tenix DNA. Ja, Tech Capital. Viel Spaß bei Podcast-Werbung damit, das zu erklären, wie man das schreibt. Also ich hätte gerne eine Studie für Rebranding. Ich würde gerne wissen, ob das oder unter welchen. Ich habe immer das Gefühl, irgendwie die Marketing-Leute oder CEO oder sowas hätte gerne ein neues Outfit und deswegen wird das gemacht. Oder es sind irgendwelche persönlichen Gründe, wenn irgendwie zwei Firmen gekauft werden. Manchmal möchte man auch so schmutzige Sachen ablegen, habe ich das Gefühl. Also in dem Fall gab es ja bestimmt andere Beweggründe. Also zu den Beweggründen, das wurde natürlich erklärt. Also Frank gibt offen zu im Interview, an den Märkten war es ein bumpy ride. Daraus habe sein Team gelernt, mehr Finanzdisziplin reinzubringen. Heißt konkret, detaillierte Cashflow-Modelle, genaue Analyse der Runways und ein Fokus auf kurz- und mittelfristige Katalysatoren. Also vorher waren ihm Cashflow-Modelle offenbar vollkommen egal, obwohl er immer erzählt haben, dass er auch schon mal ein DCF-Modell irgendwo oder irgendjemand in seinem Team mal ein DCF-Modell gemacht hätte. Aber auf jeden Fall haben sie jetzt gelernt in den letzten zwei Jahren, dass das schon Sinn macht, so sich finanzielle Modelle zu machen und zu gucken, wie viel Geld die Firmen eigentlich noch haben. Und gelegentlich müsste man am Aktienmarkt taktisch agieren. Das findet er persönlich nicht sexy, aber es ist wichtig. Geballte Learnings aus anderthalb Jahren am Public Market. Also der Grund ist, wo habe ich das denn gelesen? Und zwar angeblich klingt 10x DNA zu sehr nach 10-Baggern. Sekunde, wo stand das denn? Also der wird ja bestimmt wieder auf PR-Tour jetzt gehen und dann kann man sich die Story nochmal irgendwo anhören in einem Podcast oder so. Aber, ach ja, hier Frank erklärt, viele Anleger dachten, dass wir mit unserer Strategie nur 10-Bagger suchen, was natürlich irreführend wäre. TEQ steht für Tech and Equity. Naja, vielleicht liegt das auch daran, dass man gesagt hat, der Fonds wird sich innerhalb von 3 bis 5 Jahren verzehnfachen. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum Leute erwarten, dass sich Dinge verzehnfachen? Aber ja, hier bräuchte man nochmal so einen Audioschnipsel von damals. Ja, genau. Ansonsten hat er noch einen neuen Vertriebschef eingestellt, Mike Judith von DNB Asset Management. Der soll da insgesamt für sagen Milliardenbeträge an Asset Under Management zu sagen verantwortlich gezeichnet haben und soll es jetzt lösen. Und zwar möchte man mehr institutionelle, wenn ich es richtig verstanden habe, Investoren, also so Family Office und so suchen. Also wenn es Family Office gibt, die einen Fonds suchen, der 50% des Kapitals vernichtet hat seit Höhepunkt, dann wäre das eine gute Möglichkeit. Laut Finanzen.net sind noch 55 Millionen drin so. Da waren aber über 100, also man muss davon ausgehen, dass 50 Millionen abgezogen oder vernichtet worden sind. Aber wenn man sich, also die Performance ist ja, 25 ist er gekommen, jetzt ist er bei 15. Das ist minus 39 seit Start Mitte 21. Ach, das sind ja schon 3 Jahre sogar. Bin gespannt, wie man damit institutionelle Investoren locken möchte. Scheint mir eher unwahrscheinlich, dass das, also bin gespannt, wie lange dieser Mike Judith da bleibt. Ich würde tippen, also und wie der bezahlt wird vor allen Dingen. Also die Tenix DNA Capital Partners oder wie das heißt, macht ja ordentlich Verlust schon. Im 22, 23 habe ich leider noch keine Zahlen gefunden. Bin gespannt,
wie lang das so klappt und ob man es damit nochmal gedreht kriegt, das Business. Also bisher scheint es Geld zu verlieren. Die Assets under Management steigen kaum zuletzt. Denn mit 55 Millionen macht's, also sagen wir, Managementgebühr ist irgendwie 2% oder 1,86 oder sowas, wenn ich es richtig in Erinnerung. Davon behältst du maximal 1% nach Compliance und den ganzen Partnern und so weiter. Das heißt, du kannst mit 500.000, also das Managementteam, was diesen Fonds betreibt, muss aus 500.000 Euro sich speisen. So rein aus der Managementgebühr. Es gibt, glaube ich, noch irgendwie in anderen Tranchen vielleicht noch Performancegebühren, aber wie die aussehen, kann man sicher auch denken. Und jetzt muss man sich fragen, ob man glaubt, dass ein Team, was 500.000 Euro kostet, nachhaltig Outperformance liefert. So. In der Vergangenheit hat er offenbar ein bisschen draufgezahlt, deswegen macht die Firma Verluste laut Handelsregister. Ich finde es ein bisschen stur, ehrlich gesagt, das weiter zu versuchen, wenn man einigermaßen schon gescheitert ist. Also und er sagt nochmal, dass er mehr als 10 Millionen Euro in seinem Fonds investiert hat und auch seine Frau Millionen investiert hat. So, das heißt, im Mindestfall sind 12 Millionen von diesen 55 Millionen, also ein Viertel sozusagen sein eigenes Geld. Das würde ja heißen, dass er mal über 20 Millionen investiert hat. Also hier steht, ich bin mit über 10 Millionen Euro. Da steht nicht, ich habe investiert. Dann könnte man sagen, er hat mal 10 investiert, jetzt sind es nur noch 5. Da steht, ich bin mit über 10 Millionen investiert und meine Frau hat auch Millionen, also mindestens 2. Das heißt ja, dass sie mal irgendwann 24 Millionen investiert haben. Oder dass sie nachgeschossen haben. Dann haben viele Leute aber Geld abgezogen. Naja, wie auch immer. Es gab noch News von einer anderen begabten Investmentmanagerin, und zwar Kathy Wood. Und zwar hat Kathy Wood, also ist die Managerin vom ARK Innovation Fund, tatsächlich am 14. Juli auf Twitter gesagt, as a result, our trading-related capital tax losses should offset trading-related capital tax gains for years. An underappreciated asset associated with our strategies. Also, die sagt wortwörtlich, wir haben so viel Geld verloren in den letzten Jahren, dass wir mehrere Jahre keine Steuern mehr zahlen müssen, falls, selbst wenn wir hohe Gewinne machen würden. So, was bisher ja nicht eingetreten ist. Aber das ist so ihr letztes Verkaufsargument für ihren Schrottfonds ist, dass sie sagt, sie haben so viel Verluste gemacht in der Vergangenheit, dass man die Verlustvorträge in der Zukunft, sagen wir mal, dass sie weniger Steuern zahlen müssten, wenn sie in Zukunft doch noch Gewinne machen sollten. Das ist ein Privileg, was sich auch der Tenix DNA-Fonds erarbeitet hat, nach meinem Verständnis. Wenn man so weit angekommen ist, dass man damit braggen muss, ist auch schlimm. So, dann noch zwei positive Nachrichten. Und zwar, dann schließen wir auch, haben genug gelabert heute. In ein paar Tagen kommt das große Llama 3 von Facebook raus mit über 400 Milliarden Parametern wahrscheinlich. Das könnte sehr mächtig werden. Die große Frage ist, ist es Open Source und so gut, dass es, also ich meine, mit 400 Parametern wird es sehr aufwendig sein, aber schafft es, zwei Sachen sind spannend natürlich. Schafft ein Open Source Modell besser als das beste kommerzielle Modell zu sein? Also schlägt es Google Gemini 1.5 Ultra oder wie es heißt? Und OpenAIs 4o und eventuell, das Fiese ist ja, wenn es wirklich gut ist, OpenAI weiß ja wahrscheinlich ungefähr, wo sie mit 5 gerade sind. Und stell dir vor, Metas 400 Milliarden Modell wird jetzt besser als GPT-5. Dann kann OpenAI einfach GPT-5 ja nicht rausbringen. Sie können nicht sagen, wir bringen GPT-5 raus und ist schlechter als Meta-Modell. Es ist zwar besser als 4o, aber schlechter als das Meta-Modell. Das heißt, gute Chance für Mark Zuckerberg, hier allen ins Feuer zu pinkeln. Das ist einmal spannend. Wird es ein Open-Source-Modell geben? Also ich vermute, es wird besser als alle derzeitigen kommerziellen Modelle. Und die andere Frage ist natürlich, dass du damit beweist, dass Scaling, also noch mehr Parameter, noch mehr Rechenpower. Also du willst jetzt diese Regressionsgrade, wie viel besser werden Modelle mit wie viel mehr entweder Geld oder Parameter oder Rechenzeit, wie auch immer du es sehen möchtest, kannst du das weiter extrapolieren. Und ein super enttäuschendes Ergebnis wäre natürlich, das Ding hat irgendwie 5-mal so viel Parameter wie das nächstbeste Modell, also das Llama 70 oder Sekunde, was sind die? Ja, ich glaube 70. Und dann, wenn es nicht deutlich besser wird, würde man sagen, Scaling hat ein Dach erreicht. So, wir können nicht mehr mit mehr Geld noch bessere Modelle machen, mit mehr Rechenzeit. Andererseits, wenn es das schafft, dann könnte man sagen, was wäre dann mit einem 1-Billion-Parameter-Modell? Was ist, man geht davon aus, dass GPT-5 bis zu 1 Milliarde Dollar kosten würde, um zu trainieren. Und dann könnte Sachs sich fragen, was ist denn, wenn wir 3 Milliarden investieren? Also, das ist eine große Frage gerade bei AI. Wie viel besser können wir LLMs gerade noch machen, indem wir einfach sozusagen es weiter mit Rechenpower totschlagen? So.
an vielen anderen Hebeln wird langsam begonnen zu arbeiten, so Halluzinationen reduzieren und. Bessere Daten, kleinere Modelle, spezialisierte Modelle, Compound Models, Convoluted Models, was weiß ich. Aber ob sie Scaling erstmal beweisen kann, wird super spannend, deswegen fieber ich dem ein bisschen entgegen. Und dann, ja, die anderen News ist, Stripe ist 70 Milliarden wert. Glaubt zumindest Bestandsinvestor Sequoia, die haben anderen Investoren Secondaries abgekauft. Also wahrscheinlich ein paar Mitarbeiter, die Aktien, Optionen einlösen wollten und frühe Investoren. Und dabei hat Sequoia 70 Milliarden angeboten. Das ist über der letzten Bewertung, ganz spannend. Fairerweise muss man sagen, es gibt einen Anreiz, warum man das eventuell machen könnte. Wenn wenig Geld den Besitzer wechselt, Sequoia massiert damit ja auch so ein bisschen die Bewertung ihrer bestehenden Anteile. Ich glaube nicht, dass das hier relevant ist, aber man kann es pro forma mal erwähnen. Sagen wir mal, ansonsten wäre Stripe nur 50 Milliarden wert, dann hätte Sequoia vielleicht ein paar Sachen abschreiben müssen von der letzten Bewertung. Und wenn ich einfach nochmal 200 Millionen investiere auf 70 Milliarden und kann damit aber die pro forma Bewertung meiner anderen Shares hochhalten, könnte das ein zusätzliches Motiv sein. Aber abgesehen davon glauben alle, dass Stripe eigentlich sehr gut performt, weiter wächst. Und gute Margen macht, von daher glaube ich, ist nicht nur so, ist nicht so relevant. So. Vielen Dank für deine Zeit und die der Zuhörer natürlich und Zuhörerinnen. In diesem Sinne, habt einen schönen Mittwoch und bis Samstag. Peace. Ciao, ciao.